Ich spiele jetzt mal das Opfer, stell mich irgendwie so blöd an. Alter! Okay. Kommt auf jeden Fall ganz gut Wasser raus. Das ist echt lustig, das Ding. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Video. Auf Experience zu fahren. Heute im Hansapark. Ein paar Tage nach dem Hansapark-Saisonstart. Experience zu fahren, das sind einmal Denise, die heute leider nicht dabei ist. Und Marvin ich, auch. Philipp. Marvin ist heute auch mit am Start. Ansonsten seht ihr noch Georg, Niklas und Christian. Auch ab und zu mal. Und heute erleben wir auf jeden Fall so einen kleinen spaßigen Tag mit ein paar Infos zum Hansapark. Und euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß mit dem Vlog. Oh yeah. Die Saison des Hansaparks ist dieses Jahr besonders lang. Und zwar vom 29. März bis zum 3. November. Die Öffnungszeiten liegen in der Regel zwischen 10 und 18 Uhr. Außer zum Herbstzauber, da hat der Park von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Und der Herbstzauber ist auch das absolute Highlight-Event des Jahres. Da müsst ihr euch aber noch ein bisschen gedulden, denn der geht erst ab dem 19. Oktober los und geht dann bis zum Saisonende. Der Standard-Eintrittspreis liegt bei 49 Euro für Besucher ab 12 Jahren, für Kinder von 4 bis 11 Jahren und für Besucher ab 40 Jahren liegt der Eintrittspreis bei 39 Euro und für Kinder unter 4 Jahren ist der Eintritt frei. Außerdem ist der Eintritt frei für Geburtstagskinder bis einschließlich zum 12. Geburtstag. So, jetzt sind wir gerade im Hansapark angekommen. Tatsächlich hat wunderbar geklappt, alles mit den neuen Saisonpässen. Wir haben uns erstmal ein Parkticket geholt. Ich hatte das so rechtzeitig damals letztes Jahr geholt, dass ich kostenfreies Parken hatte. Ich muss dann einmal nur mein Handy unter den Scanner halten. Kleiner Tipp, den Code nicht zu groß, Display möglichst hell und den Code dann ganz weit oben zum obersten Display ranschieben. Dann klappt das auch mit den Parktickets. Und beim Einlass könnt ihr euch einmal einscannen mit dem ganz normalen Code. Euer Gesicht wird dann gescannt, wird so ein kleines Abbild erstellt, ein digitales, wird jedes Jahr dann neu gemacht. Ist auch so nicht einsehbar und soll ein sehr zuverlässiges System sein. Hat auch wunderbar funktioniert bei unserem ersten Eintritt jetzt. Und danach kann man sich im Service Center direkt ein kleines Plastikkärtchen holen. Das war eine Sache von, ich glaube, 5 Sekunden. Und dann ging es auch schon los. Ja, danke, guten Appetit. Ja, viel Spaß. Ja, 3,17 Euro. Pirolulo, irgendwas, lecker. Mhm. Genau. Viel Spaß. So, erste Fahrt des Tages natürlich, Kärnern, der Schwur des Kärnern. Angeschlagen sind jetzt stolze 81 Minuten. Wir haben jetzt gerade, wie spät haben wir nochmal? 12.15 Uhr. 12.15 Uhr, ich habe getippt, wir kommen 12.30 Uhr. Ding dong. Ja. 13.30 Uhr dran. Mal gucken, wie lange wir im Endeffekt wirklich warten müssen. Und was tippt ihr, wartezeitmäßig? 13.15 Uhr steigen wir ein. 13.30 würde ich auch sagen. 13.20 Uhr. 13.20, okay. Ich sage, Marvin, du sagst erste Reihe, oder? Ich hoffe erste Reihe. Ich sag erste Reihe. Jetzt hatte ich immer recht gehabt. Ich sag zweite. Ich sag auch zweite. Okay. So, mal sehen. Der Schwur des Kärnern ist übrigens ein Hypercoaster vom Hersteller Gerstlauer mit einer Streckenlänge von 1235 Metern, einer maximalen Höhe von 67 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 127 km/h. Um mitzufahren, müsst ihr mindestens 1,30 Meter groß sein. Störtebeckers Kaperfahrt und genau, falls ich nochmal zu Kärnern. Wir haben tatsächlich dann die zweite Reihe erwischt und waren um, wann waren wir dran? 12 Uhr, nee, 13.05 Uhr. Marvin hat gewonnen, Marvin war mit Viertel nach eins am nächsten dran. Also haben wir im Endeffekt sogar knapp unter einer Stunde gewartet ungefähr, 55 Minuten oder so. Aber wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht, also lohnt sich auf jeden Fall, total Hammer, Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Ihr müsst mindestens 95 cm groß sein, um bei Störtebeckers Kaperfahrt mitzufahren. Solltet ihr bis 7 Jahre alt sein, dann muss euch ein Erwachsener begleiten und ab 8 Jahren dürft ihr das Abenteuer ganz ohne Erwachsene auf euch nehmen. Ihr könnt mit bis zu 6 Personen Platz nehmen und die Fahrzeit beträgt ungefähr etwas über 5 Minuten. Die Fahrt ist auf jeden Fall recht spaßig, aber auch sehr entspannt. Nein. Marvin, lach du Filter, ne? Oh nein! So halt! So, jetzt sind wir hier gerade im Westernteil, New Lübeck. Sind eben gerade Störtebeckers Kaperfahrt gefahren, war natürlich wieder richtig schön entspannt.
traumhaftes Wetter heute. Natürlich wegen Ostern ist es natürlich ziemlich gut gefüllt. Und hier gibt es einmal so einen lustigen Kasten. Marvin, klapper mal. Wenn man da drauf klappert, kommt da ab und zu mal Wasser raus. Ich spiele jetzt mal das Opfer, stelle mich hier irgendwie so blöder. Alter! Okay. Hast du dich voll erwischt hier? Ja. Kommt auf jeden Fall ganz gut Wasser raus. Das ist echt lustig, das Ding. So, und jetzt holen wir uns einmal im Eingangsbereich einen kleinen Snack. Wahrscheinlich wird es bei mir ein bisschen, genau, Portion Pommes oder irgendwie sowas. Und mal schauen, die anderen wollten sich, glaube ich, Fischbrötchen holen. Das sind zwei Fischbrötchen, friesische Art, nordfriesische Art, mit Matjes und Zwiebeln, wo wir gerade im Urlaub waren. Wir waren ja gerade in Nordfriesland, auf Föhr und auf Amrum. Und genau. Guten Appetit. Dankeschön, vielen Dank. Guten Appetit, ne? Ich habe ebenfalls ein Fischbrötchen mit Bismarck-Hering, ein Träumchen. Kann ich nur empfehlen. Hallo meine lieben Leute, ich habe hier einen schönen Backfisch. Der ist mir gerade schön von der Platte gefallen. Den muss ich erstmal wieder einfischen, hier, angeln. Ja? Ja, ich heb den mal kurz hoch. Das ist der Backfisch. Mr. Backfisch. Voila, Backfisch. So, jetzt haben wir uns gerade gestärkt. Direkt nach dem Essen haben wir Pommes und Fisch gegessen. Ich habe mich ein bisschen überfuttert mit den Pommes. Und jetzt gehen wir einmal Richtung Super Splash und Wildwasserfahrt und holen uns eine kleine schöne Erfrischung ab, werden hoffentlich nicht zu nass und mal gucken, wie es wird. Und hier fährt jetzt übrigens gerade der Hansapark Express vorbei. Wildwasserfahrt, der Wasserwolf am Ilmensee. Damit ihr mitfahren könnt, müsst ihr mindestens 1 Meter groß sein und mindestens 9 Jahre. Ab 10 Jahren könnt ihr dann ohne Begleitung eines Erwachsenen fahren. In manchen Booten gibt es übrigens auch Kindersitze. Ein Boot könnt ihr mit bis zu 5 Leuten besetzen, allerdings wird es dann schon sehr eng und wahrscheinlich auch sehr nass. Die Fahrzeit beträgt etwas über 3 Minuten. Danach ging es wie angekündigt direkt weiter zum Supersplash. Die Größen- und Altersbeschränkungen sind hier genau die gleichen wie bei der Wildwasserfahrt. Hier könnt ihr jedoch mit bis zu 6 Leuten im Boot Platz nehmen, aber Achtung, bei 6 Leuten werdet ihr auf jeden Fall sehr nass. Sehr, sehr nass. So, direkt nach Supersplash, direkt nach der Wildwasserfahrt ging es einmal weiter zu Supersplash. Und ja, da sind wir, die meisten von uns, ziemlich gut nass geworden auf jeden Fall. Marvin hat auch ganz gut was abbekommen, ne? Marvin? Hör mir auf, Alter. Ich brauche eine neue Hose. Marvin braucht eine neue Hose. Und ich glaube, Christian. Oh, Christian, du tropfst. Du verlierst Wasser. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin nicht ganz dicht. Ich weiß. Du bist undicht. Digga, das sieht so scheiße aus. Und ich bin der Einzige, der nichts abbekommen hat. Ich habe echt Glück gehabt, ich bin trocken geblieben. Also wirklich, ich hab den Premium-Platz, Leute. Echt. Ja, ich war auch ziemlich glücklich. Also bei mir ist auch nicht viel runtergekommen. Bei dir, Niklas? Hat Flecken. Alter, Marvin. Hm. Komm mal her. Jetzt will ich mal drücken. Davor war ich im Gesicht blitzschnass, aber jetzt geht's. Sag hallo. Ja, bei mir, ich hatte auch, keine Ahnung, ein bisschen was abbekommen in der Wildwasserfahrt. So, jetzt geht's einmal weiter zur Varieté-Show. Ihr habt eben gerade die Schlange gesehen. Mal sehen, ob das noch passt von den Plätzen her, weil, ja. Aber ich glaube, der Platz dürfte da drin reichen, weil der hat eigentlich relativ viele Plätze, der Saal tatsächlich. Und wir werden auf jeden Fall gleich mal berichten, was es so für Änderungen gab. Und genau, wann die Showzeiten sind, guckt ihr am besten immer in der App nach. So, die neue Varieté-Show. Ja, Mann. War richtig gut auf jeden Fall. Thematisch war das angelehnt an das Café Rosa. Ein Café. Ich meine, das soll dieses Jahr aufmachen. Ich bin mal ganz ehrlich gesagt. Und ja, das Café Rosa hat auf jeden Fall schon auf. Nur irgendwie hatten wir das an dem Wochenende leider total verpeilt. So, ja, eben sind leider die Aufnahmen abgebrochen, wie so einem kleinen Sendefehler von dem Gimbal. Und jetzt machen wir einmal eine Runde Highlander, wie gesagt. Varieté-Show eben. Richtig nice auf jeden Fall. Ging da mehr so Richtung Akrobatik auf jeden Fall. Wie man es natürlich kennt. So vom Schauspielerinnen her ist das tatsächlich jetzt nicht so das Beste, weil vieles eher so nachsynchronisiert ist. Aber vom Akrobatischen her ist es richtig, richtig top und auf jeden Fall ganz große Empfehlung. Jetzt geht's wie gesagt zu Highlander. Highlander ist wirklich ein absolutes Highlight. Um hier mitzufahren, müsst ihr lediglich 1,40 Meter groß sein. Ihr fallt aus einer Höhe von 103 Metern mit ca. 120 Stundenkilometern und es gibt insgesamt 24 Sitzplätze. Die Gesamthöhe des Turms beträgt übrigens sogar 120 Meter. So, jetzt sind wir gerade schön Highlander gefahren eben. Wieder richtig klasse. Das ist auf jeden Fall ein schöner Adrenalinschock und der absolute Albtraum für alle Leute mit Höhenangst.
Aber wenn man sich überwindet, es lohnt sich auf jeden Fall. Man wird echt belohnt. Also es macht echt super, super viel Spaß, das schöne Runterfallen. Und jetzt sind wir hier gerade bei der hübschen Aussichtsplattform und schauen uns die schöne, graue, vernebelte Ostsee an hier. Wie man sehen kann, ja, das ist alles so ein bisschen diesig geworden, aber trotzdem doch recht angenehmes Wetter. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo die Angeln geblieben sind. Die sind nämlich in die Lasershow gegangen. Haben wir zeitlich leider nicht geschafft, wegen, ja, dafür sind wir Highlander gefahren. Ja, und ich habe die genau kennengelernt, aber ja. Marvin ist traurig. Erst habe ich sie gesehen, dann sie hat mich angeguckt, ich habe sie angeguckt, wir haben gelächelt, sie hat mich angelächelt und so weiter. Und dann haben wir bei Highlander sie wieder getroffen und ja, und ja, sie hat mir ein bisschen gesagt, wie sie ist, was sie so macht und so weiter. Und ja, dann sind wir zusammen deren Eltern suchen gegangen, weil sie hat ihre Eltern und Verwandten und so weiter verloren. Mhm. Nach 2 Minuten gefunden. Ja, und da ich auf die Idee gekommen bin, mache ich eine Aussichtsplattform zu gehen, weil ich da sowieso hingehen wollte, da haben wir sie gesehen und die gingen dann richtig ab. Wo warst du? Ja. Wer sind diese beiden Idioten? Entschuldigung. So, jetzt machen wir einmal eine Runde. Flucht von Novgorod. Ja. Und die anderen waren in der Lasershow. Wie war eigentlich die Lasershow so? Die Lasershow war atemberaubend, richtig cool, schöner Tanz und die Show war einzigartig. Wirklich schön. Ja, so, ja, super. Und wir, ja, gucken wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ja, und Flucht Marvin, von Novgorod. Marvin hat wieder jemanden getroffen. Das war wieder Wiebke. Das dritte Mal. Oh, ey, ich wollte nach ihrer Nummer fragen, aber da kam wieder die Tante. Wiebke, komm mit, ihr habt keine Zeit. Naja, okay, wir fahren jetzt auf jeden Fall Flucht von Novgorod. Angeschlagen sind 46 Minuten und wir freuen uns riesig, mal sehen, wie lange es wirklich ist. Um mitfahren zu können, müsst ihr mindestens 1,25 Meter groß sein und ihr könnt mit bis zu 8 Personen in einem Wagen Platz nehmen. Dabei können immer 4 Leute nebeneinander sitzen. Die Bahn hat einen ganz besonders beeindruckenden Katapultstart und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 100 km/h und bietet außerdem auf jeden Fall eine ganze Menge Abwechslung. Ja, ganz lustig übrigens, hier kommen so ein bisschen Herbstzauber-Vibes raus, weil doch so die eine oder andere Lampe an ist. Wie eben dieser Schriftzug von der Hansapark Lichterparade. Richtig lustig irgendwie. Und beim Kernern waren auch so ein paar bunte Laternen an. Und genau, eben sind wir noch mal eine Runde Flucht von Novgorod gefahren. Das hat richtig viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Haben alle schön gequakt. Ne, Marvin? Flucht von Novgorod. Das war lustig. Ich vermisse Wiebke. Natürlich. Ja, und jetzt ist es auch richtig eingetrübt. Heute ist tatsächlich Ostersamstag. Das heißt, überall sind die Osterfeuer aktiv und entsprechend grau ist auch schon der Himmel. Aber das lag wahrscheinlich auch so ein bisschen noch am Weather. Ich hoffe, ich sehe Wiebke wieder. Ja, Wiebke ist mein Ein und Alles. Mir ist schon klar, dass das hier YouTube ist. Das ist auch egal. Wiebke, wenn du das siehst, melde dich. So, ja. Jetzt haben wir gerade das magische Tor wieder durchschritten. Magische Tor, nee, das gibt es ja im Heidepark, aber hier das sozusagen das kleine Miniaturformat Lübecker Tor, Holstentor, genau, du sagst es. Und ja, also ich würde sagen, mir hat es richtig gut gefallen heute der Tag. Und wie hat es euch so gefallen? War ein sehr gelungener Tag. Mein erster Tag in der Saison 2024, muss ich sagen, war sehr begeistert mit sehr coolen Leuten und hat richtig, richtig Spaß gemacht, ja. Das war mega. War super, hat mir gefallen. Ja, Marvin ist mir schon traurig, der hat sich verliebt und... Ja, das seht ihr aber auch im Video. Ja, tschüss! Marvin hat sich verliebt, ja. Ja, Marvin hat sich verliebt und ja, leider war da die blöde Tante. Ich hasse dich, Tante. Ja, okay. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und über ein Abo würden wir uns riesig freuen. Dann auf jeden Fall tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und es war trotzdem ganz cool. Tschüss.